So oder so ähnlich waren auf jeden Fall die Reaktionen auch von mir und von vielen anderen im Netz, als Hammond angekündigt wurde. Ein Hamster in einem Roboter, der so ein bisschen aussieht wie aus dem Film Oblivion, diese Drohnen. Aber den darf man echt nicht unterschätzen. Der macht richtig Spaß. Also, Möglichkeiten hat er genügend. Normale Waffe, klar. Sein Ultimate ist richtig geil. Und diese ganzen kleinen Möglichkeiten, die er hat, die müssen wir uns jetzt gleich einfach mal angucken, weil es einfach so ist, der ist nicht ganz einfach zu spielen, aber wenn man ihn ein bisschen spielt, macht der richtig Spaß. Hallo, ich bin der Phil und heute geht es um Wrecking Ball oder auch um Hammond, den kleinen Hamster vom Mond, auf dem Weg zur absoluten World Domination. Auf der Practice Range zeige ich euch jetzt mal ganz kurz die Grundlagen von Hammond, bevor wir dann in ein Spiel reinspringen, um uns das mal genauer anzuschauen. Denn es gibt so ein paar kleine Feinheiten, die ganz witzig sind. Also, zwei Bewegungsmodi. Erstens, wenn ihr mit Shift umschaltet, dann könnt ihr nämlich den lieben Hammond mit seinem Roboter in einen Wrecking Ball, also in eine Abrisskugel, verändern. Das ist echt ganz witzig. So, das hier ist der normale Laufmodus, den man benutzen kann. Und jetzt einmal ganz wichtig hier, falls ihr jetzt denkt, ihr könnt damit einfach Leute umfahren. Nein, solange ihr normal in diesem Modus seid, könnt ihr damit keinen Schaden anrichten. Sobald ihr die rechte Maustaste benutzt und diesen Grappling Hook benutzt, seht ihr, dann wird der Gegner zurückgeschossen und ihr könnt was machen. So, wichtig ist jetzt, hier unten gibt es eine Anzeige, die euch anzeigt, wie stark euer Schild ist, das ihr mit E auslösen könnt. Ihr seht, je mehr Gegner in der Nähe sind, desto stärker wird euer Schild. Jetzt seht ihr natürlich auch, okay, alles klar, das ist nicht wirklich nah. Jetzt, das springt von 1 zu 0 zu 2. Das liegt aber auch natürlich daran, Hammond ist ein Tank. Das bedeutet, er muss mitten im Geschehen sein und dann ist das Schild auch relativ effektiv. Das Umschalten zwischen den ganzen Modi ist ein bisschen, also zwischen Rollen und normal gehen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich wirklich sagen, macht aber irgendwie ganz gut Spaß und sorgt eben dafür, dass ihr durchaus schneller seid, von A nach B kommt. Mit einem Lucio Boost dazu seid ihr echt schnell. Ihr seht, guckt, wenn ihr normal Ball seid, habt ihr kaum eine Chance. Wichtig ist aber, ihr habt mit Right Control nochmal so einen Drop. Dieser Drop schmeißt die Leute hoch, beziehungsweise die Gegner hoch und damit könnt ihr zum Beispiel eine Gruppe von Gegnern einfach mal aufbrechen und dafür sorgen, dass sie eure Freunde in Ruhe lassen. Ich zeige erstmal ganz kurz, wenn man von woanders runterkommt, nur dann geht es, dann bam, werden die hochgeschmissen und kriegen auch Schaden, was sehr, sehr praktisch ist. Jetzt, wo wir den Ultimate haben, zeige ich den euch mal ganz kurz. Der schmeißt dann so Landminen, die nach ganz kurzer Zeit sich aktivieren. Und jeder, der reinläuft, kriegt relativ viel Schaden. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache für kleine Bereiche, zeige ich nachher auch nochmal. So lange bleiben die allerdings nicht. Also denkt nicht, dass ihr jetzt da einmal euer Ultimate startet und ohne Ende Kills kriegt. Man kann damit trotzdem sehr, sehr viele Kills kriegen, wenn man es hinkriegt. Am besten noch mit einer Saya zusammen, die die Leute zusammenzieht, dann ist das schon richtig geil. So, was ich aber noch sagen wollte, der Grappling Hook ist anders als zum Beispiel von Black Widow, oder von Widowmaker, denn ihr habt keine große Chance damit jetzt zu sagen, okay, alles klar, ich kann damit auch vertikal arbeiten, das bedeutet irgendwo hochspringen, das geht nicht. Wie ihr seht, ihr bleibt auf der gleichen Höhe und sobald ihr eine bestimmte Geschwindigkeit habt, macht ihr auch richtig Schaden. Und es geht hier auch durch die Wand, das ist natürlich auch noch Beta. Jetzt seht ihr auf jeden Fall, ich kriege dann immer so einen Schimmer drumherum, da mache ich dann wirklich Schaden. Aber insgesamt ist es nicht so, dass ihr damit irgendwo hochklettern könnt. Das geht nicht mit dem Grappling Hook von ihm. Jetzt gehen wir mal ins Spiel und checken mal, wie das im Game aussieht. Noch kurz zu Wrecking Ball, wenn ihr ihn ausprobieren wollt, natürlich bis jetzt nur auf dem Testserver, auf dem PTR und deswegen auch noch keinerlei Skins oder so, man kann noch nichts auswählen, es gibt keine Victory-Animationen oder es gibt keine Emotes und so weiter, das gibt es alles noch nicht für den lieben Wrecking Ball. Er spielt sich allerdings jetzt schon sehr, sehr feingetuned, obwohl es jetzt einfach nur eine,
ein süßer kleiner Hamster ist in einem Roboter. Da wird sich auch keiner über irgendwelche Aktionen im Spiel sich stören lassen, wie wir das letztens hatten. Aber Wrecking Ball, auf den ersten Blick habe ich gedacht, den werde ich bestimmt niemals spielen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn jetzt sehr, sehr oft spielen werde. Gehen wir einfach mal ins Spiel und dann schauen wir mal, was ihr dazu meint. Wie schon gesagt, was sehr, sehr praktisch ist, natürlich durch dieses Rollen ist man einfach mal ein bisschen schneller. Ist noch ein bisschen schwer zu steuern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so ein bisschen Racer-mäßig und so, keine Ahnung. Aber diese Map habe ich jetzt extra gewählt, um euch auch mal zu zeigen, wie genial eigentlich das Ultimate von dem lieben Hammond von Wrecking Ball ist. Das ist wirklich gut. Und wie ihr seht, auch obwohl ich jetzt gar nicht groß in irgendeiner Form langes Schild habe, also langes Schild habe, habe ich durchaus große Chancen zu überleben, weil ihr unten seht, hey, alles klar, ich habe fast die ganze Zeit drei, vier, fünf Gegner um mich rum. Das bedeutet, das Schild ist sehr, sehr stark. Ich habe teilweise 900 Health durch mein Schild und die kriegen mich eigentlich down. Klar, das ist jetzt ein Spiel gegen AI, aber das ist trotzdem wirklich, wirklich gut, wenn man das Shield Management richtig macht und im richtigen Moment mit der rechten Maustaste mit dem Grappling Hook arbeitet. Aber hier seht ihr jetzt schon mal, jetzt Ultimate gestartet, mal eben ganz kurz alle ausgelöscht. Ganz easy. Da kriegt man natürlich Multikills und Play of the Game ohne Ende. Menschliche Gegner werden bestimmt nicht so dumm sein und da reinlaufen, aber der Abstand zwischen den Minen ist gar nicht so hoch. Das bedeutet wirklich, wenn ihr im richtigen Moment Ultimate zündet und euer Shield Management gut ist, dann könnt ihr lange, lange überleben, besonders mit einem Heiler zusammen oder mit einer Saya zusammen und habt echt Spaß mit dem kleinen Hamster, was ich vorher nicht gedacht hatte, aber es ist wirklich so, es macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Und da fühlt sich eben Wrecking Ball auch am besten an, am meisten Spaß. Man kann es ein bisschen vom Spielgefühl mit Diva natürlich vergleichen, ist ganz klar. Ihr habt den Boost, damit habt ihr den Grappling Hook und so weiter. Aber das Schild ist wirklich gut. Das ist so ein bisschen wie bei der lieben Diva mit dem anderen Schild. Aber ihr seht ja, allein schon, was der Alte mit auf dieser in kleinen Bereichen einfach anrichten kann. Das ist unglaublich, was man damit machen kann. Was natürlich nicht ganz so gut ist wie bei Diva, muss ich persönlich sagen. Das Schild ist nur für euch selber. Das bedeutet, ihr könnt jetzt nicht andere Leute damit schützen, was vielleicht ein bisschen overpowered gewesen wäre. Aber das könnt ihr in diesem Fall nicht. Ihr könnt nur für euch selbst ein Schild machen und ihr könnt natürlich auch die Leute, wenn sie irgendwas versuchen zu machen, durch euren Grappling Hook, wenn ihr den gut platziert und Vollspeed kriegt, könnt ihr die anderen wegpushen und dafür sorgen, dass die gestört werden. Insgesamt ein gut durchdachtes Konzept und auch einfach ein sehr, sehr guter Tank. Ich glaube, dass viele, viele Leute den vielleicht in Verbindung spielen mit Nadiva, beziehungsweise ideal ist, wenn ihr selber euer Schild benutzt und dazu am besten noch eine Saya habt. Das ist halt schon echt, echt gut. Und dann in so einem kleinen Ding, dann kann man sowas nicht machen. Sollte man nicht machen, was ich hier gerade eben gemacht habe, ist klar. Völlig nutzlos habe ich jetzt, ja, völlig nutzlos habe ich jetzt mein Ultimate verschwendet, aber ist ja auch noch relativ neu, der Kleine. So, das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich wollte euch nur einmal ganz kurz zeigen, alles klar, da ist er. Er ist auf dem PTR, man kann Wrecking Ball ausprobieren und gebt ihm einfach eine Chance. Der ist zwar total, och, ist der niedlich mit seinen Bewegungen und so weiter, aber der ist wirklich ein Tank, der richtig Spaß macht, plus auch sehr effektiv ist. Wenn man die mit den richtigen anderen Charakteren verbindet, ist der wirklich eine, ja, wie es so schön heißt, eine unaufhaltsame, unaufhaltbare Wrecking Ball, also eine Abrissbirne und kann dazu auch noch wirklich mit dem Ultimate einiges anstellen und dafür sorgen, dass man Punkt halten kann. Überlebt lange, ist wunderbar mit dem Schild und wenn man dann auch noch ein bisschen Heilung kriegt, passt das wunderbar. Ich würde gerne wissen, wollt ihr Wrecking Ball ausprobieren, beziehungsweise habt ihr euch schon Gedanken gemacht dazu, ob das vielleicht nicht euer Held ist? Ich sag's euch wirklich, probiert es einfach mal aus. Installiert den Testserver, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann geht es nämlich richtig ab. Und ich würde gerne wissen in den Kommentaren, wie ihr dazu steht.
Jetzt erstmal wünsche ich euch ein tolles Wochenende und viel Spaß beim Ausprobieren und lasst gerne ein Like, einen Kommentar und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, bis dann, ciao. Behind you. Score 1-0.